Servus, grüßt euch bei Camping TV. Heute geht es einmal um das Thema Satellitenschüssel ausrichten und zum Laufen bringen. Mein Versuchsaufbau, ihr seht es. Ich habe da so eine Koffersatellitenschüssel, sehr preisgünstig. Da muss ich auch dazu sagen, die Verarbeitung ist auch sehr preisgünstig. Also, aber man kriegt ein Bild darin damit. Dann habe ich hier auch einen sehr preisgünstigen Satellitenfinder. Kostet 10 Euro, Schüssel kostet um die 30 Euro. Dann habe ich ein Dreibein und da habe ich am Fernseher, damit man sieht, dass er funktioniert. Als allererstes bauen wir das mal zusammen. So, Schüssel ist aufgebaut. Jetzt als nächsten Schritt muss der Satfinder angeschlossen werden. Das kurze Stück zum LNB ist jetzt da auf der linken Seite. Müsst ihr halt schauen, wie es in der Gebrauchsanleitung steht. So, nun kommt das Antennenkabel. Wie man sieht, leuchtet schon. Jetzt schalten wir mal den Fernseher ein. Als nächsten Schritt nehme ich immer die Schüssel und stelle es so auf ein Bein, damit ich sie drehen kann. Satfinder ein bisschen aufdrehen, bis er so quietscht. Dann suchen wir. Gut, dann mal zurückdrehen und feinjustieren. Also gehört nach unten. So, und schon läuft der Fernseher. So, und die junge Dame hier hat allen Grund zu strahlen, nicht nur weil. Im nächsten Schritt muss man eigentlich nur das Messgerät wieder runter machen. Und fertig, Fernseher läuft. So, jetzt ist es so, das Ganze ist natürlich nicht besonders stabil. Wenn jetzt Wind geht oder so, habe ich alles schon gehabt. Durch die Schüssel fällt es natürlich schnell um. Dazu habe ich mir einfach so Schrauben besorgt mit einem großen Tellerkopf, Akkuschrauber. Und schraube die Füße, die ich vorher natürlich angebohrt habe, einfach fest. Und somit kann das weder verrutschen, noch umfallen, noch sonst was. Das größte Problem bei der kleinen Schüssel sind Bäume. Manchmal sind die Bäume so 30, 40 Meter weg und man denkt sich, naja, vom Winkel müsste ich ja locker drüber kommen. Ja, aber es funktioniert einfach nicht. Der Satfinder, der zeigt zwar an, dass der Satellit da ist, aber wenn er nicht so richtig zum Quietschen anfängt, also so richtig ausschlägt, dann geht es auch nicht. Am besten ist dann einfach viel Kabel dabei haben und einen Verbinder. Und wenn es nötig ist, dann vielleicht beim Nachbarn oder sonst wo aufstellen. Machen wir es einfach so, da muss man einfach genau zwischen den Bäumen durchziehen,
wenn es an dem einen Standort nicht geht, nicht stundenlang da probieren, einfach mal 2-3 Meter rübergehen, wieder probieren, vielleicht 2-3 Meter in die andere Richtung probieren. Das ist so ein bisschen ein Lerneffekt. Wenn man es so 3-4-5 Mal gemacht hat, dann kennt man das schon und dann hat man das auch ruckzucki eingestellt. Also ich habe das gesehen, Sattfinder anschließen, aufdrehen, bis er quietscht, dann suchen, wenn sich der Ton erhöht, den Sattfinder ein wenig zurückdrehen, wieder fein suchen, wenn es wieder lauter wird, wieder zurückdrehen und dann wieder ganz fein justieren, rauf, runter. Und in welche Richtung ihr die Antenne ausrichten müsst, ist meistens ganz einfach, schaut einfach beim Nachbarn. Beim Nachbarn, der hat es dann schon in irgendeine Richtung ausgerichtet und einfach grob in die Richtung stellen und dann so suchen, funktioniert immer. Wenn natürlich ihr total alleine in der Pampa steht, dann müsst ihr vielleicht eine App oder was benutzen, um rauszufinden, in welcher Himmelsrichtung ihr das ausrichten müsst. Empfehlen würde ich ein bisschen größere Schüssel und vor allem hochwertigere. Ich habe die gekauft als absoluter Anfänger, ich wollte nicht viel Geld ausgeben. Man hat keine Gradzahlen an den Einstellungen, man keine Winkeleinstellungen. Das muss man alles nach Gefühl machen. Bei den hochwertigen, da hat man eine Skala, da, wenn man eine App benutzt, da heißt es 5 Grad da, 30 Grad da oder wie auch immer. Und dann stellt man das schon mal grob ein und dann hat man das eh schon fast. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Dann wünsche ich euch schöne Fernsehprogramme, die ihr hoffentlich nicht braucht, weil das Wetter viel schöner ist, dass man draußen sitzen kann. Und einen schönen Urlaub. Servus.